Pfanne, habe ich gerade gesehen. Und ja, hochsteckt MV0. 6, nee, umgekehrt, MV06 ist jetzt vorne am Banner und MV04 ist irgendwo im Demozug versteckt. Also ich bin jetzt direkt am Doberaner Platz. Und die Interessen der Mehrheit sind nicht Niedriglohnsektor, sind nicht Hartz IV, sind nicht Altersarmut, sind nicht ein kaputtgespartes Bildungssystem, wo in den Schulen der Putz von der Decke fällt und 10% aller Schulstunden ausfallen und Universitäten inzwischen so auswendig Lerninstituten verkommen sind, wo das Selberdenken nicht mehr stattfindet. Und die Interessen der Lehrer haben auch nichts mit einem Gesundheitssystem zu tun, womit Krankheit Geld verdient wird. Das ist alles nicht im Interesse der Mehrheit. Aber wenn Sie wollen, dass sich das ändert, dann müssen Sie das artikulieren. Ja, hier am Doberaner Platz bleiben jetzt wirklich mehr Menschen stehen hinter meiner Person. Aber eigentlich kann ich das auch mal Film sind, nicht deutlich zu sehen. Weil sonst geht das mit dieser katastrophalen Politik, die die Reichen immer nur reicher macht, die Armen ärmer und der letzte Jahr auf sie die Mitte immer weiter erodieren lässt, dann geht das immer weiter. Denn das ist das einzige, die einzige Marschrichtung, einfach nur die sechs der vorne. Kapitalismus kennt. Umverteilung von unten nach oben, genau, sehr schön. Umverteilung von fleißig nach oben. So, jetzt bin ich auch auf Höhe, MV06, gerade beim Live-Bild. Fordern alle Parteien gleichermaßen, egal was sie wählen, CDU, CSU, SPD. Ja, vorher war er ziemlich ruhig. War auch ziemlich dicht am Zug, da die Polizei das soweit auch zugelassen. Die dafür sorgt, dass die Reichen reicher werden. Also das kann nicht die Zukunft sein, es sei denn, Sie wollen diese Zukunft. Sie wollen diese Zukunft, Klaus Schwarz vom World Economic Forum, der gesagt hat, bis 2030 werden Sie nichts mehr besitzen und glücklich sein. Ihr hört immer das Gleiche, haut ab, haut ab. Damit können Sie gerne auf dem ja. Aber wenn Sie wollen, dass Sie noch ein Viertel-Lebenszeit haben, eine Selbstbestimmtheit, Tedro hat den Livestream beendet. Aber hier in Rostock, denke ich mal, wird es so eine halbe Stunde mindestens noch gehen. Die Streckenbildung habe ich nicht erfahren oder ich habe nicht gehört, ob es am Neuen Markt nachher gleich zu Ende geht oder ob es noch in die Altstadt runtergeht. Auf die Straße! Für Obdachlose und Hilflose auf die Straße, für eine lebenswerte Zukunft auf die Straße, für zahlbare Energie auf die Straße, für bezahlbare Wohnraum auf die Straße, für bezahlbare Lebensmittel auf die Straße, für freie und unabhängige Medien auf die Straße!